Der Weg ist das Ziel. Rein ins Auto, auf geht's und diesmal zum Palmitos Park und wieder zurück. Bitteschön. Oh, Gran Canaria. Oh, Gran Canaria. Und jetzt das Wetter. Hallo und herzlich willkommen hier bei RPV Gran Canaria. Ja, wenn du noch nicht abonniert hast, mach das mal, freut mich sehr. Drück auch auf die Glocke, damit du es auch abonnierst, beziehungsweise du dann auch eben benachrichtigt wirst, wenn was Neues kommt. Ja, ich bin für euch wieder ins Auto gestiegen und habe die Insel unsicher gemacht, bin immer noch im näheren Bereich von Playa de Ingles. Heute ging es zum Palmitos Park und wieder zurück. Eine schöne Strecke, auch schön landschaftlich betrachtet, herrlich, schön anzuschauen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Bitteschön. So, ihr Lieben, dann bin ich mal wieder für euch unterwegs und ich fahre jetzt von genau dem Rio Palace aus zum Palmitos Park. Wenn es euch gefällt, bleibt einfach hier bei mir im Auto sitzen. So, ich fahre offen, bin mal gespannt, ob das mit dem Wind so funktioniert. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, mir macht das persönlich sehr viel Spaß. Ich komme selber einfach rum und ja, wenn es dann euch auch noch Spaß macht, ihr wisst das ja, mit dem Daumen hoch, schreibt mir das aber auch gerne mal drunter, denn ich möchte natürlich Sachen machen, die euch gefallen. Ich meine natürlich, ich möchte natürlich auch Sachen machen, die mir gefallen, logischerweise, aber wenn ich das dann mit der Kamera auffange oder einfange, dann möchte ich es auch mal hier nur machen, wenn es euch gefällt. Und ihr habt sicherlich schon auf der RPV-Seite bei YouTube gesehen, ganz unten gibt es eine neue Rubrik. Das geht ab, ja, vielleicht schon morgen, übermorgen los. Ich bin ein bisschen im Zeitplan weiter nach vorne gerückt, aufgrund der Begebenheiten, weil ich die Sachen einfach schon bekommen habe. Aber lasst euch einfach mal überraschen. Das ist dann nochmal was ganz anderes zum Thema Gran Canaria, wo ich auch Spaß dran habe, aber das ist jetzt noch Zukunftsmusik, wobei dann doch eher die nähere Zukunft. Und ich bin mir da sicher, dass es euch auch gefallen wird, weil so habt ihr das in der Form alles noch nicht gesehen, also nicht wirklich oft und nicht wirklich viel davon. So, hier am Kreisel geht's runter. Ja, wie komme ich zum Palmitos Park? Also ich muss jetzt gucken, dass ich hier nach San Fernando komme. Und das mache ich hier von hier aus über Sonnenland. Stehe ich wieder da. Wo fahre ich jetzt richtig oder wie fahre ich jetzt falsch? Ich werde es einfach mal ausprobieren und ihr wisst ja, der Tüchtige hat auch Glück. Das sind so Sachen. Bis 10 Jahre hier hast aber eigentlich so nichts gesehen. Und das, ja, da, wenn euch das gefällt, wie gesagt, mit den Videos, dann sehe ich auch viel mehr von der Insel. Und bin dann nicht so ein kleiner Schreibtischtäter im Radio, sondern weiß dann auch immer mehr, wovon ich dann halt rede. Tja, Wetter brauche ich euch nicht erzählen, ne? Ihr seht es da oben, strahlend blauer Himmel. Wir fahren jetzt hier am Holiday World vorbei. Ich glaube, wir sind falsch gefahren. Egal.
holen wir dann hier auf, indem wir jetzt hier an der Polizia lokal vorbeifahren. Ja, das ist das Ordnungsamt, wo die Politessen Pistolen haben. Ist auch eine süße Straßenfügung, Überführung. Fahren wir vor uns an diesem großen Kreisel das Shopping Center Sonnenland. Und wir fahren hier rechts ab. Und dann immer geradeaus. So, ein Kreisel weiter. Hier, wenn es mal vonnöten ist, auf der rechten Seite ist das Centro Salud. Eine schöne Strecke, es geht einfach ins Nichts. Und dann am Ende tauchen ein paar schöne Sachen auf. Jetzt gleich kommt auf der rechten Seite schon der Aquapark. Ich sehe ihn schon, ihr könnt ihn auch sehen. Aber wir fahren noch einen großen Bogen. Ihr kennt alle in San Agustin sicherlich die Kartbahn. Fahrt ihr eigentlich regelmäßig dran vorbei, wenn ihr den Transfer habt von oder zum Flughafen hin. Aber hier gibt es auch eine Kartbahn. Die unterscheidet sich insofern, dass hier sogenannte Popcards sind. Das sind Cards, die einfach, wenn du stehst, stehen bleiben. Das ist also eine direkte Verbindung von Achse zum Motor. Und dann musst du wieder angeschoben werden. Und das ist nochmal persönlich eine etwas größere Herausforderung. Aber auch lustig zu fahren, mit unter der Brücke oben durch. Und also auf kleinem Raum sehr viel Fahrbahn gemacht. Auf der rechten Seite seht ihr jetzt hier das Aqualand, heißt es richtig, glaube ich. Oder den Aquapark. Und rechte Hand ein Schild. Ich hoffe, ihr seht es. Palmitos Park, links abbiegen. 7 Kilometer. Und zwar links abbiegen hier. Und hier wieder ein einzelner Radfahrer. Und hier kommt die wahrscheinlich lustigste Kreuzung, die es überhaupt gibt. Aber wir müssen jetzt hier links rüber. In der Kurve, du siehst kaum, was vorne ist. Also was dir entgegenkommt. Was dir entgegenkommt, kommt auch noch von oben. Also mit Schwung und Schmackes. In 900 Meter ist der La Cabanita Park. Das ist ein Restaurant, ist eigentlich eine riesige Terrasse mit einem richtig offenen Grill. Wer Fleisch mag, gehört einmal im Urlaub definitiv dahin. Der kommt jetzt auch gleich auf der linken Seite.
nach der müsste eigentlich der Cavalita-Park kommen. Da sehe ich ihn. Also wie gesagt, wer wirklich Fleisch mag, ist hier definitiv gut aufgehoben. Aber wir wollen ja zum Palmitos-Park. Ich überlege, dass hier auch noch ein Bus fährt. Übrigens, man kann wirklich zum Palmitos-Park mit einem ganz normalen Linienbus fahren. Aber dann wird das schon ganz schön eng hier auf der Straße, wenn dir so ein Bus entgegenkommt. Aber hier so diese pure Natur, die stimmt dich schon ganz schön ein auf gleich schöne verschiedene exotische Tiere gucken. Da wieder alle heißen, nicht hinkriegen, wir kriegen es hin. Ja, das freut mich. So, da sieht es, glaube ich, nach einem großen Parkplatz aus. Nein, doch noch nicht. Noch 1, das ist das Hotel, 1,5 Kilometer. Jetzt weiß ich gar nicht, ob das Hotel direkt am Palmitos Park ist oder. Hier steht wieder was. Was steht denn hier? 1 Kilometer. Also das Hotel ist nach dem Palmitos Park. Palmitos Park 1 Kilometer. Ich finde das so beeindruckend hier, die Bilder. Ich hoffe, das kommt mit der Kamera so einigermaßen rüber. So ganz wird es ja nicht rüberkommen, wie du es wirklich so hast. Wenn du noch mit dem Cabrio offen fährst, du kannst da oben überall hingucken, das ist schon, wow, beeindruckend. So, wo mir gerade so eins entgegenkommt, natürlich kannst du mit dem Taxi hier hinfahren. Ich habe keine Ahnung, was das kostet. Das wird auf alle Fälle weniger sein als der Transfer zum Flughafen. Weil so weit ist es dann nun auch nicht weg. Ihr wisst, ich rede eigentlich sonst mehr, aber ich bin wirklich begeistert. Ich schaue wirklich links, rechts, oben, unten, vorne, hinten. Bin da schon wirklich begeistert. Es geht also jetzt hier scheinbar im letzten Teil bergauf. Also scheinbar letzter Teil. Es geht definitiv bergauf. Und jetzt reden sie schon von einem Parkplatz. Das Parkplatzschild ist da.
Und so sieht's auch aus. Parkplatz ist schon mal da. Wollen wir mal gucken, wie weit wir nach vorne kommen. Klasse. So, da sehe ich das Schild Palmitos Park. Allerdings hier kein Parkplatz. Hier ist natürlich vorne für Taxen und Busse reserviert und Menschen mit Behinderung. Also suche ich mir jetzt mal einen Parkplatz und wir hören uns gleich wieder. So, ihr Lieben, ich stehe jetzt hier vor dem Palmitos Park und ja, das ist natürlich eine schöne Schlucht. Und da geht es einfach rein. In den Palmitos Park. So, und was glaubt ihr denn wohl, ne, wenn ich denn schon einmal da bin? Natürlich bin ich in den Palmitos Park reingegangen, habe da auch ein paar Eindrücke für euch gesammelt und das seht ihr aber in einem anderen Video, das wird auch noch jetzt heute veröffentlicht. Aber jetzt geht's erstmal zurück, weil hier ist ja nach wie vor der Weg das Ziel. Also zurück nach Playa del Inglés. So, ihr Lieben, dann geht's jetzt mal wieder zurück vom Palmitos Park nach Playa del Inglés. So, im Vergleich zur Hinfahrt, natürlich geht es alles bergab. Ups. Naja, und 6 Stunden später ist natürlich auch die Sonne in einer anderen Einstellung. Was haben wir denn gerade? 17 Uhr. Die Eindrücke vom Palmitos Park, da mache ich einen extra Film von. Einige Sachen auch aufgenommen und kann euch aber jetzt schon sagen, es war so leer, wie ich das nie gedacht hätte. Also wirklich, wirklich leer. Also mittags um 4 war schon die Getränkestände geschlossen. Der Merchandising-Laden war schon zu. Also das Einzige, was noch auf war, das große Restaurant. Also war sehr überrascht, wie wenig Zulauf am Wochenende. Kann natürlich sein, dass es ein bisschen was damit zu tun hat, dass eben heute auch natürlich das Festival, also das Straßenfest in San Fernando ist. Da werde ich morgen hingehen für euch und mal schauen, wie es denn da so aussieht. Also es war richtig, richtig leer. Aber trotzdem, habe ein bisschen was aufgenommen von den Delfinen, von den Greifvögeln. War sehr beeindruckt von diesem, ich glaube, Weißkopfadler heißt der. Der ja auch bei den Amerikanern so hochgehalten handelt wird. Also Maskottchen bzw. Wappen. Augen kann man schließen.
Also was ich sehr erstaunlich fand, war wirklich im Palitos-Park überhaupt hier in diesem Tal so gut wie kein Handyempfang. Zumindest von Orange. Andere habe ich telefonieren sehen. Jetzt habe ich die Menschen aber nicht gefragt, ob sie dann auch Orange haben. Und aber Orange hatte da keinen Empfang. Umso mehr hat es gerade eben jetzt ein Stückchen wieder zurückgefahren, ganz schön gerappelt an meinem Handy. So, jetzt sind wir in 75 Metern wieder am La Cabanita Park. Wie gesagt, wenn ihr Fleisch mögt, müsst ihr mal da gewesen sein. Und zwar hier auf der rechten Seite. Riecht aber lecker. Zeige ich euch hier gleich mal wieder diese eine Auffahrt beim Hinweg. Ist von hier aus ähnlich abenteuerlich, sich da einzufädeln. Ihr müsst jetzt gleich kommen. Eins, was man auch sagen muss, also ich kann es nur empfehlen, sowas mal zu machen. So eben halt nicht jeden Urlaub, aber mal so zu machen, das war schon eine ganz tolle Geschichte. Aber da das ja wirklich in so einen Berg reingebaut ist, das schlaucht ohne Ende, was man da so läuft. Vom Delfinenpark oder vom Delfinarium, dann zurück, dann zu da, ganz nach oben gelaufen, wo die Greifvögel halt präsentiert werden. So, hier ist auch, hier ist wie gesagt diese Stelle. Kommst du, ja, wenn alles frei ist. Ja, ihr seht das noch mit der Kamera nicht, aber ist eine abenteuerliche, gab schon leckere Unfälle an der Stelle. So, hier sind wir im Wasserpark oder Aqualand, so heißt es richtig. Neigt sich auch dem Ende entgegen. Hier ist auf der linken Seite wieder das Insula, wie ich es eben schon bei der Hinfahrt sagte, wenn es denn nötig ist. Wir sind, ja, ich glaube, das ist jetzt Sonnenland. Bisherigen Vorsitzenden und Ex-Ministerpräsidenten Hans
auf einem Landesparteitag in Eppelborn stimmten 94,6% der Delegierten für den 55 Jahre alten Juristen. Zuletzt war er Landtagspräsident. Soweit das Neueste aus Deutschland und der Welt. Radio Primavera Gran Canaria. Und jetzt das Wetter. Bei uns auf Gran Canaria gibt es heute Sonne und Wolken im Mix bei Werten um 24 Grad. In der Nacht geht es runter auf Werte um 19 Grad. Es ist leicht bewölkt. Der Sonntag bringt dann mehr Wolken, aber es bleibt trocken. Maximal dann bis 24 Grad. Und jetzt geht's zurück. Wie ihr seht, im Vergleich zur Hinfahrt, ja, es hat sich also sehr zugezogen. Es ist bewölkt, ist natürlich genial für das Festival bzw. das Straßenfest in San Fernando. Und war eben nicht so warm. Aber hat sich wirklich zugezogen. Ist eigentlich, wenn man so will, eine geschlossene Wolkendecke. Aber es kann ja nicht jeden Tag. Wenn es heißt, garantierte 300 Sonnentage, da sind halt 65 Tage nicht mit Sonne. Also einer von den 65 Tagen. Wobei wir ja, wie gesagt, Vormittags- und Mittagssonne hatten. Das war dann irgendwann so nachmittags, war der Augenblick, wo alles sich zuzog. So, ich habe sehr viel aufgenommen. Mein Akku meldet sich. Ich sag dann an dieser Stelle, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und jetzt könnt ihr wieder raus aus meinem Auto. Ich sage Dankeschön.